Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Madison. So, wir haben... Gott. Wir haben ja gesagt, wir gehen jetzt hier, oder ich habe gesagt, wir gehen jetzt mit unserer super starken Taschenlampe alias Feuerzeug die Treppe runter. Ich weiß gar nicht, vielleicht sollte ich hier mal Fotos von machen. Aber ich weiß auch nicht, ob ich hier im Dunkeln stehen möchte. Noch einmal vom Flur. Also wir haben hier überall blutige Handabdrücke. Das kann nur ein sicheres Zeichen sein. Ja? Also... Wasser? Was soll uns hier schon passieren? Ach komm, das geht von alleine aus, oder was? There are handprints on the walls. Oh, ich krieg Gänsehaut. So, das war dann auch der Flur hier, den wir entlang gehen wollten. Ja, wie ihr gesehen habt, wir haben ja nicht viel gefunden. Jetzt ruft mich die. Und ich sehe nichts. Okay. Wir können noch ein paar Meter gehen. Oh Gott. Oh, mich schaudert's. Kann ich da was erkennen? Links war eine Tür oder so, ne? Ich kann nichts erkennen. Das war zu hoch. Ja, ja, weg. Normal. Also links ist irgendwas. The handprint stopped. Ah, ich krieg schon wieder Schweiß, ey. Okay, wir können... Oh, toll. Also links hören wir die ganze Zeit Wasser. Wir können links oder geradeaus. Da ist eine Kurve. Da ist auch eine Kurve. Ich kann es nicht einsehen. Ich gehe hier lang. Wenn links Wasser ist und ich höre da die ganze Zeit... Es geht ja beides hier hin, ne? Oh Gott. Oh Gott. Ah, cool. Ein Foto. Das fotografiere ich. Es ist rot. Oh Gott. Oh mein Gott. Leck mich am Arsch. Okay, also wir sind nicht alleine hier unten. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es erwartet? Kann ich das nehmen? Nein. Okay, dann bleibt mir ja nur der Weg. Oh, ich weiß nicht, ob ich das will. Oh, sie ruft mich halt in einer Tour. Wieso geht denn das hier immer... Kann das hier nicht geradeaus gehen, dass ich ein paar Bilder machen kann? Meine Stimme wird schon langsam feminin. Du alte Fotze. Oh. Entschuldigung. Ja, am Arsch, Oma. Oh, was ist denn das für ein Scheißflur? Oh, ich lasse auch immer Tastatur und Maus los, ne? Also wenn die mich jagt, ich bin tot. Wieder eine Abzweigung. Ja, ja, Luca. Ich weiß nicht, ob ich gleich weglaufen muss. Ich bin mit der Gesamtsituation überfordert. Ich weiß nicht, ob ich hier gerade ein Foto machen will. Nein, ich will kein Foto machen. Ist das eine gute Idee, den Dämon nachzugehen, oder sollte ich links abbiegen? Wir gehen links lang. Oh mein Gott. Was für ein Scheißspiel. Wer denkt sich sowas aus? Wer spielt sowas?
Ich habe jetzt überhaupt nicht drauf geachtet, ob hier irgendwo Rätsel. Oh Gott. Ob hier. Ja, genau. Absolutes Labyrinth. Schönen Dank dafür. Okay, scheint, als würden wir Oma folgen müssen. Ich habe jetzt überhaupt nicht drauf geachtet, ob wir hier irgendwelche Rätsel haben. Also wenn ja, bin ich vielleicht am Arsch. Ich mache ja auch kaum Fotos, ne? Das wird ja immer verzwickter. Mann, warum? Es verpisst dich doch mal. Was habe ich dir denn getan, Alter? Okay, wir folgen Oma. Das andere wird eine... Halt. Vielleicht ist das ja keine Sackgasse. Vielleicht finden wir hier was, was wir brauchen. Oh Gott. Sackgasse? Ach Gott. Das ist das reinste Labyrinth. Ich finde hier nie wieder raus. Ja, komm. Komm, erschreck mich. Sah jetzt beides cool aus. Da hinten ist irgendwas, ne? Eine Abzweigung, denke ich mal. Was so ein bisschen irritiert... Habe ich das Headset falsch rum auf? Nee. Ich höre links die ganze Zeit Wasser. Und dass da einer langläuft, aber... Oh Gott, das ist ja widerlich. Da war nix. Wir gehen einfach hier lang. Oh. Ist langsam zu viel des Guten. Ich habe mich schon fast gar nicht mehr erschrocken. Mann, oh Mann, ey. Okay, da ist irgendwas, aber... Okay. Wir gehen gucken. Wir sollen einfach nur ein Spiel machen können, wo hier einer mit so einem blöden Feuerzeug den Flur lang läuft, zum Dunklen, und Jumpscares einbauen. Müll. Es ist versperrt. Halt deine Klappe. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, Oma. Ich habe heute auf Arbeit noch gesagt, so schlimm ist Madison gar nicht. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Und wir laufen und laufen. Ja, das war abzusehen. Oh Gott, was ist das denn? Sackgasse? Ich gehe davon aus, wir müssen Oma folgen. Ich laufe hier einfach hinterher. Die kennt den Weg. Ich glaube, da war eine Sackgasse. Kann man bestimmt nicht sehen. Nee, zu weit weg. Da ist aber definitiv eine Sackgasse. Hier kommen wir auch nicht durch. Aber wir können was sehen. Ich gehe mal davon aus, da muss ich hin. Na, Katze? Da gehst du wohl runter? Wieso? Nein! Geh runter! Ganz neue Moden hier.
Ja, schrecke ich mich und ziehe hier aus Versehen eine. Wenn ich hier rumzucke. Hier komme ich auch nicht durch. So, rechts war Sackgasse, das heißt die nächste rechts. So, müssen wir doch auch hier rein. Wir folgen dir. Ich hab dich gleich, Oma. Ja! Ich hätte mich beinahe erschrocken. I gotta get out. Du wolltest hier rein, Alter. Du hast gesagt, es gibt kein Zurück mehr. Ich wollte hier umdrehen. Scheiß drauf. Leben wir halt mit einem Dämon in der Bude, bis uns das Essen ausgeht. Mich hätte das nicht interessiert. Also ich hätte auch mit dem Dämon leben können. Es wäre mir lieber gewesen, als hier runter zu gehen. Irgendwas an der Decke? Rein theoretisch, ne? Hier ist ja alles voller Kreuze. Kann sie hier doch nicht hin, oder? Der Ort ist gesegnet, oder nicht? Rein theoretisch ist Gott auf unserer Seite. Alter, ist das dunkel. Hä? Wo bin ich denn jetzt hier? Alter. Das ist eine Krähe. Okay, warte, ich kann ja ein Stück weit nach außen gehen. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Außer Grabsteine. Es ist heiliger Boden. Es ist heiliger Boden. Ich habe mich gerade von einem Blatt erschrocken. Aber es war nicht so schlimm. How did I get here? Du halluzinierst, Alter. Dat nette. Okay. Ja, könnt sein. Ha. Vielleicht mal Fotos machen, ne? Nöp. York, Wind sein. Nö. Oder muss ich nur den Glocken folgen? Sind das vielleicht die ganzen Toten? Also alles, was die umgebracht hat? Die Gude? Peter. Ist immerhin 50 geworden. Auch 50. Warte mal. Der nicht. Ist nur 45 geworden. Wie alt sind die hier drüben? Die haben gar kein Alter. Also vom Alter her, wir haben hier nicht alle beschriftet. Ein paar sind 50. Dame Butter de Vierte. Thank you. Kein Problem. Will ich von dem mal ein Foto machen? Nö. Aber wenn ich jetzt hier so ein Bild mache, hier sind ja so viele Grabsteine, ich glaube nicht, dass ich mir die alle angucken muss. Ich
Ich denke mal, ich muss dem Glockenschlag folgen. Those one dudes. Aber wir können ja trotzdem einmal rüberschauen. Ich dachte, er sagt irgendwas Interessantes. Was mit einem Dämon auf dem Friedhof? Ist doch voll geil. Jeder Bock zu. Aber hier stehen überall Kreuze. Also ich glaube nicht, dass mir was passiert. Wobei, das ist nicht die Realität. Ach, das macht mich fertig. Auch nix. Aber die Grabsteine werden schon größer, ne? Ich weiß halt nur nicht, ob ich hier mit irgendwas anfangen kann. Hier ist ein Jahr gestorben, oder was? Okay, das interessiert auch nicht. Was ist denn dieser blöde Glockenschlag hier? Aha. Ganz so Gott gesegnet ist der Ort gar nicht. Die Kreuze sind ja falsch rum. Das sehe ich jetzt erst. This place seems abandoned. Ja, das sehe ich auch so. Jetzt fühle ich mich hier nicht mehr so sicher. Das steht richtig. Ich weiß halt nicht, ob ich hier irgendwo Fotos machen soll. Okay. Wir steigen hinab im Brunnen des Friedhofs. Es ist ja letztes Mal auch so eine gute Idee gewesen, in einen Brunnen zu steigen. Ja, alle guten Dinge sind drei, ne? Also wenn es einmal scheiße war, kann ja beim nächsten Mal besser laufen. Lass mich raten, die Treppe ist auf allen vier Seiten kaputt. God. How did I end up here? Okay, wir haben jetzt kein Feuerzeug mehr und wir sind in einer Kathedrale. Wir und ein paar Graffiti-Künstler, die sich hier verewigt haben. Irgendwas, was wir hier angucken können, außer Ratten, die wir hören? Okay, also die Kathedrale wurde geschlossen, weil hier gab es unter anderem einen Suizid. 1992 wurden 10 Kinder und 5 Erwachsene erschossen.
Und also generell hier ist sehr viel Tod und Leid widerfahren und deswegen wurde die Kirche geschlossen. Ich möchte nicht behaupten, dass unser Dämon damit irgendwie zusammenhängt. Ich würde niemandem hier was unterstellen. ...2022. A yellow candle. Ja, eine gelbe Kerze. Ich nehme die mit, aber ich weiß nicht, wofür die gut ist. Ah, und ich habe kaum noch Platz im Inventar. Ich müsste mal irgendwas in den Safe packen. Gut, wir sind hier nicht alleine. Oma ist auch schon da. Man hört sie. Das ist ein schön heller Raum. Ja. ...51, 87, 22, aber was soll mir das sagen? Ich muss hier ein Foto machen. Oder da rausgehen. Ach, ich ende in dem Jahr, von dem ich ein Foto mache, oder was? Das ist uninteressant, das ist ja nur so ein Flyer. Hier haben wir noch eine Kerze. Die nehmen wir mit und damit sind wir voll. Und jetzt brauchen wir noch 2000... Hier hatten wir die gelbe Kerze. Also müssen wir da eins. Dieser Krach. So, hier hat man nämlich noch... Wir sind jetzt durch die Zeit gereist und hier haben wir noch keine Kerze. Das wäre cool, wenn ich mein Feuerzeug wieder kriegen würde. Oh! Ein Lageplan. Gut, wie komme ich hier raus? This is impossible. This place didn't look like this a second ago. Ja, was brauche ich? Das ist ja die Frage, ne? Das Tape kann weg. Jetzt hätte ich noch die Bilder, den Hammer. Die habe ich bis jetzt auch noch nicht gebraucht. Ich packe die auch mal da rein. So, hier haben wir noch einen Flyer, der ist aber uninteressant. Das Kreuz ist richtig. Die Geräuschkulisse nicht so. Jetzt habe ich hier eine komplett neue Map, oder was? Ich habe die erste nicht mal komplett fertig. Mad Sun Hale? Is this her coffin? The eye is missing. The eye is missing. Ah, the eye is missing. Kann ich das irgendwie runterholen? Weil wenn ich ein Foto mache... Ich könnte das ja auch mal entwickeln und gucken, ne? Also ich gehe davon aus, wenn ich da drunter durchgehe, fällt der runter, oder?
Oder nicht? Der ist halt am Seil fest. Oh, hier ist halt so dunkel. Eine verschlossene Tür. Okay, wie ich den runterkriege, weiß ich noch nicht. Ich könnte durch die rote, grüne... Komm, wir gehen ins Rot. Rot ist gut, da gibt's Freude. Ha! Für Geld. Okay. Man sieht hier fast nichts, ne? Ey, was ist denn das für ein Labyrinth? Hier finde ich doch nie wieder raus. Sackgasse. Ich glaube, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Hä? Nee. Aber wieso war da jetzt gar nichts? Wir gehen mal rüber. Hier leuchtet ja sowieso alles grün. Gehen wir ins Grüne. Ah, Geräuschkulisse. Das klingt doch gut. Da ist ein Gang im Dunkeln. Sackgasse. Sackgasse. Hier ist Licht. Ah. Warte mal, gelbe Kerze, gelbes Licht. Richtig? Nee. Drei Kerzen. Ich muss drei Stück hier aufstellen, würde ich jetzt behaupten. So, und ich habe die hier. Ich habe die hier. Aber ich habe sonst nichts. Mir fehlt die dritte Kerze. Okay, aber die muss ja hier sein. Ja, die finden wir. Da lang. So. Es fehlt eine Kerze. Eine Kerze fehlt mir, da ist blaues Licht. Hier ist keine Kerze. Aber hier geht's noch nach hinten. The color of death, the color of wine, the color of Jesus' blood. Hm. Sind wir an den Glocken? Kann man hier bimseln? Was that the bell I heard at the graveyard? Okay, das war alles. Haben wir hier noch ein Candle für mich? Nee. Was soll ich denn hier, wenn ich hier gar nichts machen kann?
Ich war doch eben noch nicht da, oder? Gut, dann gehen wir nochmal ins grüne Licht. Packen die Kerze auf den Tisch und schauen mal, was passiert. Also das Spiel hat während der Rätselphasen wirklich sehr viele ruhige Momente, ich vermute. Ich weiß immer noch nicht, wofür das gut ist. Hänge fest. So, wie waren das? Rein und rechts, ne? Bild sich bewegt. Und links. Nee, andersrum. Da ist es. Oh, Rätselraten. Falsche Reihenfolge oder was? Woran sehe ich denn, welche Farbe wo... So, Jesus, welche Farbe möchtest du denn haben? Warte mal, rot, rot, rot. Farbe Jesus hier, Wein und so, ne? Das was ausgelöst? Nö, ne? Okay, wir nehmen den nochmal. Den. Und... Muss ich das irgendwie anzünden oder so? Aber ich habe ja kein Feuerzeug mehr, ne? Ist ja im anderen Jahr stehen geblieben. ...2022 war gelb. Boah, jetzt habe ich so viele Bilder gemacht. Ist wahrscheinlich gar nicht mehr dabei. ...1987 ist rot. ...22 ist gelb. Müsste ich vielleicht theoretisch in jeder Zeit eine Kerze bringen? Aber die gelbe habe ich in 22 bekommen. In 51 habe ich die blaue gekriegt, ne? Oder lila oder was das ist. Blau, rot und gelb. In jedem Jahr eine Kerze. Aber muss ich die wirklich hier raufstellen? Hat der rote, die rote Leuchte auch so einen Raum? Das wäre jetzt mal interessant, weil dann würde ich sagen, die rote Kerze kommt da drüben hin. Grün. Hier, aber grün habe ich gar nicht. So ein blau-lila. Ist da hinten. Also gibt es vier Kerzen, vier Räume.
Die Frage ist, wo wäre dieser Raum? Hier ist Sackgasse. Ja. Vielleicht gibt es den Raum hier auch gar nicht. Ich muss erstmal den Weg wieder rausfinden. Ich glaube, ich laufe hier die ganze Zeit im Kreis. So. Also wir haben einen grünen Raum, einen roten Raum, einen blauen Raum. Der rote Raum hat kein Kerzengedöns. Damit schnauf doch nicht so rum, Junge. So, hier wäre blau. Das ist auch schön, oder? Idyllisch. Sieht man ja noch weniger. Mann, ist das eine Dunkelkammer. Okay, also der grüne Raum ist der einzig helle hier. Wir können hier lang oder da lang. Ich glaube, blau hat auch keinen Raum. Aber woran kann ich jetzt... Blau Jesus, dasselbe Bild? Wir haben 4 Farben und nur 3 Kerzen. Ich habe blau ist 5, rot 7, gelb 4. Falls uns das hilft. Keine Zahlen in dem Raum, ne? Würde ich jetzt behaupten. Da haben wir nichts gehabt. Hä, wo ist mein Raum hin? Ah, hier. Also Jesusblau, das würde ja passen zu dem, was ich da gesehen habe.
Da brauche ich ein Feuerzeug. Das habe ich ja nicht, ne? Also an der blauen Lampe, an der großen, hing Jesus. Blau. Die haben wir schon hin und her getauscht. Und grün haben wir ja gar nicht. Es ist im grünen Raum. Im grünen Raum haben wir blau, gelb und rot. Aber wir haben auch keine Zahlen. Das sieht man aber schlecht. Skurril, skurril. Des Rätsels Lösung ist noch fern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das vielleicht mit den Bildern hier zusammen? Ach ja, mal Jesus bei Grün, das ist ja immer gleich. Wenn das immer gleich ist, kann das ja nicht richtig sein. Wir können ja einmal hier tauschen. Das hatten wir eben schon. Ich will noch mal kurz den Sarg da fotografieren, der da von der Decke hängt. Jetzt, wo die Kerzen da stehen, vielleicht bringt das ja was? Glaube ich aber nicht. Oder ich muss in eine andere Zeit. Vielleicht ist das Jahr falsch. Hat 2022, da waren die ganzen Räume versperrt, ne? Da gab's das gar nicht. Wo ich jetzt aber bei 1987, da habe ich mich gar nicht groß umgesehen. Ne, warte, da bin ich ja jetzt, ne? Also 51 habe ich mich nicht groß umgesehen, glaube ich. Dann müsste ich da nochmal gucken. Kann ich auch was benutzen? Tja, da kommen wir wieder mal nicht weiter. Da müssen wir erstmal schauen, wie es genau weitergeht. Ah, hier. Ich gehe mal davon aus, wir müssen nochmal in den da reißen. Reißen. Was? Ein dunkler Raum, ne? Hallo? Ich möchte die Beichte abgeben. Kommen Sie da raus, ich bin dran. Blindwehr. Hello. Excuse me. Me again, mother. Nancy. Hi, Nancy. I did it.
I finally did it. Was hast du denn getan? You have to understand. It was like living with a monster. Ja, ja. No, he never loved me. Nee, hat er auch wirklich nicht. Hat er auch öfter gesagt. Bier trinken war. He lied to everyone. He was a liar. He lied to himself. He tried to pretend he didn't have the past he did. He was a vile, disgusting, despicable piece of garbage. Ja, 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 ja. He just wanted to marry me, to get away from his crimes. He knew he couldn't stay in Germany. He knew his past was coming to get him. He knew it. He tried to pretend. Jetzt komm mal auf den Punkt, Alter. It was a gone. It chased him. It haunted him. It haunted me. Ja, ja. Was willst du jetzt? Father, you have to understand. He was in charge of a gas chamber. Ja, mhm. He took so many innocent lives. He destroyed them. Who could do that? Those days. Quatschst du mich auch voll, wenn ich abhaue? Wir sind ja jetzt in 51, ne? Hier ist... Bin hier gegengelaufen. So, das heißt, haben wir hier immer noch den Kerzenraum? Wir müssen ja bis zum Ende und dann... Rechts. Rechts. Ja. Wir haben den Kerzenraum und wir haben drei Bilder. Diesmal, das hier ist ein anderes. Aber ich habe keine Kerze mit. Das heißt, vielleicht, möglicherweise, hier eine also die blaue Kerze. 2022 kommt da die gelbe hin und 87 kommt die rote dahin. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass das nach Jahrgängen geht. Aber ich würde nicht verstehen, warum drei Podeste. In jedem Jahr eine Kerze. Aber das ist auch das einzige Rätsel, was wir hier haben, ne? Wir haben sonst haben wir jetzt hier gar nichts. Ja. Zum Beten ist zu spät für das, was du getan hast. Du kommst in die Hölle, Alter. Ist vorbei. Ja, ja. Dass unsere Oma war, als sie jung war. Verschlossen. The color of light, the color of the sun, the color of our Father, Lord. Der Dicke ist gelb. Hier, da haben wir die Trolle auch. The color of the sky, the color of the sea, the color of Mary's tears. So, Jesus ist rot, die Alte ist blau und der Dicke ist gelb. Jetzt ist nur noch die Frage, ob wir das nach den Jahrgängen noch sortieren müssen. Pass auf, das stellen wir... In der Zeit war ich, ne? So, aber das machen wir das nächste Mal. Es sind ja schon wieder 50 Minuten rum. Das Spiel fesselt auch. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Vielleicht gibt es ja wieder den ein oder anderen Schreckmoment. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao.